Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten OMC 2 Let's Play mit mir und Peter. Ja, wir befinden uns heute wieder auf Winzenburg und fahren jetzt die Linie 126 vom Zoologischer Gärtner nach Gardelegen mit einem, ja, ihr werdet es schon sehen, oder ihr seht schon, mit dem O305G. Und ja, warum ich das so mache, ja, neu werde ich, ne? Guten Tag. Guten Morgen. Guten Tag. Einmal eine normale Fahrschein. Danke. Einmal Schüler, hey. Bitte. Einmal Schüler. Ich glaube, sie haben mir da was Falsches gegeben. Danke. Bitte schön. Ich glaube, eine normale Fahrkarte reicht mir heute. Dankeschön. So, bitteschön. Ja, heute mit dem O305G. Ich habe mir gedacht, okay, komm, probierst du es mal mit der Kiste aus. Und ja, warum nicht, ne? Beziehungsweise ja, nicht mit der Kiste, sondern ich habe gerade vor, so die älteren Busse mal wieder alle einzusetzen. Und ja, kann man ja hier genießen, ne? Ja, wir haben auch gleich schon Abfahrt, deswegen, ja, machen wir mal uns startfertig. Ja, heute, ich werde später dann die Folgen mal hochladen, denn, ja, ihr wisst ja vielleicht schon, na, Bus haben wir ab oder nicht? Nein, nicht hin. Power hat er. So. Müssen wir nochmal schauen, wo wir hin müssen. Also nach uns. Okay. Genau, ich habe ja euch in der ersten Folge, habe ich ja euch die Linie 110 gezeigt. Das war mir so eine kleine Linienerweiterung, beziehungsweise das war mir die 126, die ja dann auch im Anschluss an oder als 135 weiterfährt, ne? Und von daher, ja. Gut, was in dem Bus hier nicht mit drin ist, ist ja klar die, na, wie heißt es schon wieder? Ja, Anzahlen. Sorry, ich hab einen alten Bus. Da kann ich halt nichts machen. Und von daher, ja, passt es ja trotzdem, ne? Genau, ich versuche jetzt mal so gut wie möglich hier, ja, vorzukommen, aber irgendwie scheint es nicht so wirklich zu sein. Naja, gut. Von alle über Rot, okay, also klar. Hey, guten Morgen. Morgen. Sag mal, wird man jetzt so einer Schock gefrostet oder was? Das ist eine Kälte nicht zum Aushalten. So, was brauchen wir denn? Ja, eine normale Fahrkarte. Willst du mich betuppen? Ich noch was dafür. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. 50, 30. Danke. Ja, und deswegen fahren wir heute auch ein bisschen durch die Gegend. Mal gucken, ob es so ganz funktioniert, wie ich es haben wollte. Naja. Dann gucken wir mal, dass wir nach links abbiegen dürfen. Ja, manche werden sich fragen, warum fahrt er eigentlich mit so einem Bus durch die Gegend? Ich habe mir dabei gedacht, hey, so viel Spezialfolgen kann ich ja nicht bringen.
deswegen fahre ich mal ein bisschen was durch die Gegend. Egal, die Busse müssen ja auch mal bewegt werden, ne? Ich hätte gerne ein normales Einzelticket, bitte. Das ist aber eine Menge kleine. Toll. Passt es eigentlich, ne? Also, boah. Ja, sorry, wenn ich jetzt momentan nicht so viel rede, denn, ja, ich bin auch erst seit schwach und, ja, durch meine Schmerzen, durch meine Bandscheibe, ja, rede ich gerne eigentlich nicht so viel, ne? Und von daher, ja. Deswegen fahre ich jetzt hier gerade die schöne Tour. Ah, rechts, rechts. Okay, dann passt es schon mal. Genau, ja. Heute gibt es die Folge jetzt hier. So, heute ist Freitag. Mal schauen, wie ich das jetzt immer mache. Ob ich pro Tag eine Folge hochlade oder... Oder so, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ja, mal schauen, wie es so wird. Also ich kann euch noch nichts genau sagen, wie ich das alles machen werde jetzt. Ob ich sage, okay, Wochenende kommt die Folge oder die und die Folge kommt, keine Ahnung, Leute. Müssen wir mal schauen. Naja, wie immer eine kleine Verschwendung. Ja, aber ja. Hallo. Mahlzeit. Morgen.
weitergeht es. Ja, heute mal mit dem Großteil 5G. Warum dann nicht? Ne? Ja, jetzt sind dann Pfingstferien, also in Baden-Württemberg und Bayern. Bin mal gespannt, was das so alles abgeht. Also da bin ich dann wirklich mal gespannt, was da so passiert in der nächsten Zeit, was Pfingsten angeht. Pfingsten am Wochenende, ja, das sind dann 3 Tage, Montag ist dann quasi Feiertag. Das heißt, ab morgen, wenn die Leute wieder einkaufen gehen, ist auch wirklich heute los bei denen. Also wie immer. Also das ist ja in Baden-Württemberg und in Bayern da so üblich, das war die Hölle. Hier überall Pfingsten, ne? Und von daher... Ja, ne? So, dann fangen wir jetzt mal wieder. Aua. So. Genau, wir fahren jetzt nach Gardelegen. So, was ist denn ein Ticket teuer, wa? Cool, Kleingeist mit Hühnchen. So. Natürlich mal wieder eine Verspätung drin, aber ja, was soll ich machen? Aber dafür reden ja jetzt die Personen hier in dem Bus. Das hat ja ähnlich funktioniert durch das Ticketpack, wo wie ich... Wie fahren Sie denn? Schauen Sie doch mal auf die Straße. Wo ich hier reingemacht habe. Da hat es ja quasi funktioniert. Und, boah. Morgen. Von daher bin ich auch zufrieden, dass es da auch funktioniert. Ja, jetzt haben wir schon fast 6 Uhr morgens. Zwei Stunden war. Ach, schlimm wäre das schon. Aber was will man machen? Bei einem Bandscheibenvorfall ist es so eine Sache. Hallo. Und von daher, ja, ich hätte ein bisschen was sagen. Genau, was passiert denn als nächstes? In Omsee wird es auf jeden Fall bald wieder eine neue Karte geben. Eine Perverkarte auf alle Fälle, das weiß ich schon mal. Das ist die Landeshauptstadt München. Wie es dann mit den anderen Karten aussieht, das kann ich... bis jetzt noch nicht sagen, da weiß ich nicht doch zu wenig darüber. Aber ich denke mal, in nächster Zeit wird da noch irgendwas passieren. Ich schätze mal noch so ein paar Omsi Free, also Omsi Free-Werkkarten noch kommen. Das wird auf jeden Fall passieren und wow, das sieht man dann noch. So. Genau. Einmal normal, bitte. Herr Manfred, kriegst du natürlich. Danke. Bitte, bitte.
perfekt morgens. Heute wieder bis zu 30 Grad. Meine Freunde, es wird mit Sicherheit heute wieder ein heißer Tag werden. So, da rein. Also auf jeden Fall, es wird ein wunderschöner heißer Tag werden und ich würde mal echt nicht schlafen. Genau, ja, was steht sonst noch Neues an? Weiß ich gar nichts eigentlich. Neue Sachen, außer das jetzt in OMSI mit München und so. Das wird das einzige gewesen sein, denke ich. Andere Sachen kann ich euch leider noch nicht erzählen, weil ich nämlich zwei Sachen. Ja. ETS kam ja die 1.35 raus, für ETS mit Sicherheit wird da auch noch was kommen, aber wer weiß es. Doch, 2019 soll da auf jeden Fall was kommen, das habe ich schon mitbekommen. Aber wann genau das kommen soll, kann man, weiß man nicht. Das ist nämlich Rumänien in einer DLC-Erweiterung. Wann die kommt, kann ich euch nicht sagen. Morgen. Hallo. Einmal Abend. So. Was hätten wir noch? Bitte. Cool. Kein Geist ist wütend. So. Dann fahren wir doch mal nach links weg. In Richtung Gardelegen. Guten Tag, ein Fahrschein bitte. Ja, Entschuldigung, dass ich mir heute nicht so viel rede, aber ja. Ich bin auch noch ein bisschen in Gedanken versunken. Tut mir leid, Leute. Genau, wow, das ist ein bisschen knappig. Ich habe schon gelenkt, dass ich das Auto jetzt da hinkomme. Aber scheint das funktioniert. So. Einmal A, bitte. Danke. Ja, und deswegen gibt es auch noch so viele Sachen, wo man auch noch besprechen kann. Und ja, deswegen gibt es ja noch die anderen Folgen, wo ich noch euch präsentieren werde. Oh, mir wird ganz tüdelig. Hallo. Genau, ja, es kommen dann auf jeden Fall noch andere Folgen noch. Wahrscheinlich, wenn wir nachher sogar die 130 fahren. Aber mit einem anderen Bus. Ja, mal schauen, wie wir das jetzt gleich alles durchziehen können.
Genau, was gibt's denn sonst noch zu erzählen? Ja, am Wochenende bzw. heute beginnt ja auch die Frauen-WM. Da bin ich mal gespannt im Fußball, wie es da aussieht bei uns gefahren und von daher ja, weiß ich's. Genau, Mahlzeit. Tag. Ja, keine Ahnung. Ja, ihr wisst ja, wie das dann abläuft. Hoppla. Ja, links muss ich trotzdem weg. Ach, was ist wunderprächtig. Ui, wir dürfen auch mal ein bisschen Autobahn fahren. Ach, das ist doch mal was Schönes. Das gefällt mir auch. Obwohl es ja keine Autobahn gerade ist. Ne? Genau, ja, jetzt machen wir hier Winzenburg durch und nach Winzenburg werde ich vielleicht wahrscheinlich eine neue Kategorie einfallen oder anmachen. Ja, das werdet ihr dann sehen. Ja, Tatsache, wir gehen auf die Autobahn. Wir gehen auf die Autobahn. Ach, ist das doch nur was Schönes. So, dann werden wir doch mal den Bus ein bisschen quälen. Wenn er sich quälen lässt, natürlich. Oh, da war ja Schnaps. Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber so quälen lassen können wir ihn gar nicht. Von daher schade eigentlich. Aber hier merkt man dann, dass man, wenn man auf der Autobahn ist, man kann die Zeit wieder reinholen. Das hat so Vorteile. Also da. Gott sei Dank. Ja, wie ihr seht, wir müssten eigentlich auch schon wieder bald in Richtung, ja, bald, bald fertig sein mit der Tour heute. Aber wie ihr seht, es macht so Spaß zu fahren, ich glaube hier gar nicht. Deswegen von daher, ja, einfach die Fahrt genießen, sag ich mal, ne? Hätte ich jetzt die Kollisionen zu meiner Trainer, dann wäre alles ein bisschen scheiße, ein bisschen anders gewesen. Deswegen habe ich gedacht, nee, Kollision raus und es ist auch besser, ja, auf jeden Fall. So gibt es auch keine Probleme oder sowas. Da will einer raus? Okay. Da will da einer raus. Genau so. Sag nicht, wir fahren schon wieder auf die Autobahn drauf. Aber nee, glaube ich nicht. Nee, das darfst du nicht. Denn, ja, wir müssen eigentlich bald an unserem... an unserem Zielfahrt angelangt sein, ne?
kurz gucken. Ah, geradeaus. Okay. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bei dem ihr immer auch was ihr tut. Es tut mir leid, dass ich heute nicht so viel gesprochen habe, aber ja, ich bin nicht ganz fit. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wünsche einen wunderschönen Tag, bei dem ihr immer auch was ihr tut. Genießt die Ferien, wenn ihr die Ferien habt, und ja, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play UMS zweiter Omnibus Simulator mit mir, mit dem Peter. Bis dahin, stay positive. Stay positive. Positiv denken, Leute. Und ja, bis zur nächsten Folge dann. Ich will euch jetzt noch den Bildern ein paar Stück alleine lassen und. Oder nicht alleine lassen, wie auch immer. Ich will euch nicht alleine lassen. Fahren wir doch ein kurzes Stück damit. So. Wollen Sie denn Fahrer bei Project Cars werden oder was? Okay, da soll ich drehen. Dann drehen wir doch mal das Ganze. Ich habe einen Gelenkbus, Leute. Das wisst ihr schon. Aber ja, das wäre kein Problem, ne? Deswegen, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bei dem ihr immer auch was ihr tut. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play UMS zweiter Omnibus Simulator mit mir, mit Peter. Bis dahin, stay positive, positiv denken und ciao, ciao.